Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der es heißt, nur wenn du eine Sache stark genug willst, wirst du sie auch bekommen. Uns wird vermittelt, dass wir ohne ein starkes Begehren nichts erreichen oder bekommen können. Aber die simple Lebenswahrheit, die wir alle intuitiv erfahren haben, ist eine völlig andere. Der Mechanismus des Begehrens funktioniert anders. Die simple Tatsache, dass wir eine Sache begehren, bedeutet, dass wir sie nicht haben. Der Wunsch nach Erfüllung bedeutet, dass wir keine Erfüllung haben. Der Wunsch nach Sicherheit und das Gefühl der Unsicherheit sind ein und dasselbe. Denn nur weil wir uns unsicher fühlen, begehren wir die Sicherheit. Nur weil wir uns unerfüllt fühlen, begehren wir Erfüllung. Wer sich aber unsicher fühlt und nach Sicherheit in seiner äußeren Umwelt strebt, zum Beispiel durch eine möglichst sichere Arbeitsstelle oder ein möglichst hohes Gehalt oder durch einen Lebenspartner, der besonders treu zu sein scheint oder dadurch, dass derjenige sein Leben so einrichtet, dass möglichst nichts Unvorhergesehenes und somit Unsicheres passiert, der wird niemals wahre Sicherheit erlangen und durch das Streben selbst nach Sicherheit sein Gefühl der Unsicherheit nur immer weiter vergrößern. Das Gleiche gilt für das Gefühl der Erfüllung. Das Streben nach Erfüllung erzeugt und verstärkt immer mehr das Gefühl des Nicht-Erfülltseins. Denn etwas zu begehren heißt sprichwörtlich zu sich zu sagen, ich habe es nicht. Wir sagen uns, dass es uns nicht gehört. Das, was dann in der Psyche passiert, ist, dass wir eine Distanz schaffen zwischen uns selbst und dem, was wir begehren und haben wollen. Und diese Distanz wird dann ein Hindernis, das Energie frisst. Die Lösung dieses Dilemmas kann nur im Loslassen liegen. Wenn wir es schaffen, das Begehren loszulassen und frei zu werden von dem Wunsch nach etwas, zum Beispiel dem Wunsch nach Sicherheit oder Erfüllung oder Liebe, dann wird es uns viel leichter fallen, es auch tatsächlich zu bekommen. Das liegt unter anderem auch daran, dass allein ein starkes Begehren nach etwas gleichzeitig auch die Angst mit sich trägt, es nicht zu bekommen. Und Angst ist niemals ein guter, gesunder und nachhaltiger Motivator. Wenn wir jetzt in einer typisch für den Westen protestantischen Ethik aufgewachsen sind, wird uns dieses Konzept des Loslassens nicht einleuchten. Denn diese Ethik besagt, dass wir nur durch harte Arbeit, Ambition, Selbstaufopferung, große Mühen, Askese, Blut, Schweiß und Tränen zu dem kommen, was wir haben wollen. Wenn man sich diesen Prozess vor Augen führt, dann klingt das ziemlich anstrengend und das ist es auch. Es ist ein Kampf und der Kampf besteht größtenteils darin, gegen seine selbst verursachten Blockaden zu kämpfen, die wir allein durch das Begehren hervorgerufen haben. Durch die lebenslange Programmierung können wir uns nicht mal vorstellen, dass es viel einfacher ist, sich seine Ziele lediglich auszusuchen, sie sich vorzustellen und sie dann loszulassen und ihnen zu erlauben, zu geschehen. Diese Art des mühelosen Lebens existiert in unserer Vorstellung einfach nicht. Und dann gibt es noch Menschen, die sagen, aber was ist mit all den Dingen, die ich erfolgreich erreicht habe, gerade weil ich sie begehrt habe und sehr, sehr, sehr hart dafür gearbeitet habe? Die Wahrheit könnte lauten, dass wir sie auch ganz ohne dieses Abrackern und Kämpfen bekommen hätten. Ja, aber wenn wir eine Sache mühelos erreichen, was ist dann mit dem Stolz der Leistung, mit dem Stolz der Errungenschaft? Nun ja, wir müssten wohl die Eitelkeit und Selbstgefälligkeit der Aufopferung und der harten Arbeit aufgeben. Das scheint mir nur ebenfalls eine merkwürdige Perversion unserer Gesellschaft zu sein. Sobald jemand einen wie auch immer gearteten Erfolg hat, der mühelos war und ihm sozusagen zugeflogen ist, dann werden die Menschen gleich neidisch. Es ärgert sie, dass derjenige nicht allen möglichen Schmerz, Leid und Kummer durchstehen musste, um diesen Erfolg zu verdienen. Der Verstand glaubt, dass das Abrackern der Preis ist, den man für Erfolg nun mal zahlen muss. Dieser Glaube zeigt nur, was für ein sadistisches Bild der Welt und des Universums uns vermittelt wird. Wenn wir uns also das nächste Mal nach mehr Sicherheit oder Erfüllung in unserem Leben sehen, dann sollten wir uns daran erinnern, dass gerade diese Sehnsucht dafür sorgt, dass wir uns unsicher und unerfüllt fühlen und dieses Begehren nach unseren besten Möglichkeiten einfach gehen lassen. Und vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch zu geben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.